Warum essen wir mehr Süßes, wenn es draußen kalt ist? Und vor allem, wie kann man das verhindern? Was kann man dagegen tun? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Sascha Waleczek, ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und leite das Faustformel-Team. Wir haben uns darauf spezialisiert, genau den Menschen beim Abnehmen zu helfen, die schon viele Diäten hinter sich haben, aber wo nichts so wirklich funktioniert hat. Unsere Strategien sind einfach, alltagstauglich und, ganz wichtig, verhelfen zu einem entspannten Zugang zur Ernährung. Und darum geht es genau auch in diesem Video. Denn es geht um die Weihnachtszeit, es geht um Süßes, es geht um die Kälte. Und was kann man da tun, wenn man da gerade da vermehrt Lust auf Süßes hat? Woher kommt das überhaupt? Und was kann man tun, damit man das dann vielleicht ein bisschen abschwächt, ein bisschen weniger gleich zum Süßen greift? Also es gibt drei Theorien, was dahinter liegen kann. Das erste ist die Winterspecktheorie. Die Winterspecktheorie sagt, dass dadurch, dass wir bei Kälte, wenn uns kalt ist, wenn wir zittern, mehr Energie verbrauchen, dass der Körper instinktiv daraufhin versucht, mehr Wärme im Körper zu produzieren und dafür braucht er Energie und Zucker und Fett bietet sich da gut an. Menschen produzieren übrigens nicht wirklich einen echten Winterspeck, weil wenn wir das machen würden, dann müssten wir wie Bären anfangen, im August und im September zuzunehmen. Das tun wir ja nicht, bei den meisten geht es dann erst um die Weihnachtszeit los. Also die Winterspecktheorie ist so halb, aber es stimmt natürlich, wir brauchen wesentlich mehr Energie, wenn uns kalt ist, wenn wir viel Kälte ausgesetzt sind. Das Problem ist, wir sehen die Kälte ja nur durchs Fenster im Moment. Wir schauen ja nur, die Kälte ist draußen, wir haben es kuschelig warm und trotzdem essen wir mehr Süßes. Also die ist ein bisschen begrenzt, wie sehr die wirklich stimmt. Die zweite ist die Lichttheorie. Und die Lichttheorie sagt, dass wir, um glücklich zu sein, also unser Glücksbotenstoff im Gehirn ist das Serotonin. Das lässt uns zufrieden und glücklich sein und das gibt verschiedene Faktoren, wann der Körper mehr Serotonin produziert. Vor allem, wenn wir Sonnenlicht ausgesetzt sind. Deswegen geht es vielen einfach im Sommer besser, als es im Winter geht. Und manche Leute reagieren da sehr empfindlich drauf, das geht bis zu einer echten saisonalen Depression. Aber auch Leute, die jetzt nicht eine Depression kriegen, reagieren da schon drauf und wir produzieren eben durchs Licht weniger Serotonin. Es gibt aber noch andere Wege, Serotonin zu produzieren, zum Beispiel Sport. Auch das machen die meisten von uns im Winter eher weniger, weil die Tage sind kürzer, wir gehen nicht vor die Tür, wir sind also weniger aktiv. Also ist der zweite Grund, warum wir plötzlich weniger Serotonin produzieren. Und die dritte Möglichkeit, Serotonin zu produzieren, ist, wir brauchen immer den Rohstoff dazu und da ist Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, die kommt in allen vollständigen Eiweißsorten vor. Also die sind Fleisch zum Beispiel drin, aber auch in Haferflocken. Also das ist eine Aminosäure, die brauchen wir und aus der machen wir dann Serotonin. So, und wo kommt jetzt dieser ganze Zucker und der Winter rein? Also wir haben jetzt im Winter, dadurch, dass wir weniger Licht ausgesetzt sind und dadurch, dass wir weniger Bewegung machen, produzieren wir weniger Serotonin. Um den Darm herum wird Serotonin aber produziert. Und jetzt versucht unser Gehirn an Serotonin zu gelangen und das wird vermehrt ins Gehirn verschoben, wenn wir was Süßes essen. Wenn wir was Süßes essen, eine Insulinspitze haben, wird das Serotonin, das im Körper bereits vorhanden ist, vermehrt ins Gehirn geschoben. Geht vermehrt durch die Blut-Hirn-Schranke. Und das lässt uns kurzfristig fröhlicher, glücklicher, zufriedener sein. Und das ist auch der Grund, warum du dich kurzfristig besser fühlst, wenn du was Süßes gegessen hast. Aber wir haben ja deswegen nicht mehr Serotonin im Körper. Im Gegenteil, jetzt haben wir alles quasi aufgebraucht im Gehirn. Jetzt ist noch weniger da. Und deswegen macht uns Süßes auch immer nur ganz kurzfristig glücklich und danach sackt es ab und danach ist die Stimmung noch schlechter. Worum es nämlich eigentlich gehen würde, ist, mehr Serotonin im Körper zu haben. Wir gehen gleich darauf ein, was man jetzt machen kann. Die dritte Theorie, warum wir im Winter, wenn es draußen kalt ist, einfach vermehrt Süßes essen, ist, das ist Kultur. Das liegt einfach daran, dass sehr viele Feiertage, die sich vor allem ums Essen drehen, gerade eben in der dunklen, kalten Jahreszeit sind. Es geht inzwischen ja mit Halloween los mit den Süßigkeiten. Fangt dann irgendwann Mitte November, gehen die Weihnachtsmärkte, die Christkindlmärkte los. Da isst man weiter und dann geht ein Feiertag gibt vom Nikolaus über die Firmenweihnachtsfeier, handelt sich zum nächsten, dann kommt Weihnachten, dann kommt noch Neujahr. Und bis zum 6. Jänner hört das gar nicht mehr auf. Und das ist auch ein Grund, dass wir sagen, wir sind einfach kulturell so vielen Eindrücken ausgesetzt. Überall stehen die Lebkuchen, überall gibt's Kekse, überall gibt's den Glühwein. Es ist einfach sehr viel schwieriger, Nein zu sagen. Gut, das sind jetzt die verschiedenen Ursachen, die es haben kann, aber was können wir dagegen tun? Wir können erstens mal schauen, dass wir mehr Licht kriegen. Dazu gehört auch, wenn es irgendwie möglich ist, dass du vor die Tür gehst, dass du rausgehst ans Tageslicht. Das hilft auch deinem Biorhythmus, dass der Körper noch spürt, hey, es ist Tageslicht, das nicht quasi durchgehend Nacht ist. Und das ist leichter gesagt als getan, denn viele von uns gehen in der Früh weg, da ist es noch ein bisschen dämmerig, sind dann den ganzen Tag im Büro, Kunstlicht ausgesetzt, aber nicht Tageslicht, und gehen dann aus dem Büro wieder raus, wenn es schon wieder dunkel ist.
und haben oft Tage, wochenlang wirklich kein Tageslicht auf der Haut. Also wenn du es schaffst, in der Mittagspause kurz rauszugehen, 20 Minuten dich ein bisschen spazieren zu gehen, hilft das sehr deinem Biorhythmus und du wirst sehen, auch deiner Stimmung. Und wenn es der Stimmung hilft, hilft es auch der Lust auf Zucker. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist eine Tageslichtlampe. Die gibt es als Glühbirne im Baumarkt. Es gibt echte Lichttherapiegeräte. Ganz wichtig ist, wenn du das verwendest, nicht nach 18 Uhr. Also fang nicht an, dass du sagst, ja, und wenn ich nach Hause komme, schalte ich meine Tageslichtlampe an. Du wirst sehen, dann schläfst du sehr schlecht. Weil es gibt ein Hormon, das genauso wichtig ist wie Serotonin, das heißt Melatonin. Und das produzieren wir nur, wenn es dunkel ist. Und das sollte am Abend anfangen, die Produktion. Und wenn du das dann unterbrichst mit der Tageslichtlampe, dann störst du den Prozess wieder. Also Tageslichtlampe ist super, aber in der Früh, am Vormittag, zu Mittag und dann spätestens um 18 Uhr damit aufhören. Das ist immer die eine, die Sache mit dem Licht. Das zweite ist Tryptophan. Tryptophan ist der Ausgangsstoff, der Baustoff, der Rohstoff, aus dem Serotonin gemacht wird. Tryptophan kommt in unserer Nahrung vor. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass wir mehr Tryptophan zu uns nehmen, können wir auch mehr Serotonin produzieren. Tryptophan ist in allen Sachen, die Eiweiß enthalten, weil es ein Eiweißbestandteil ist. Also mehr Fleisch, und zwar alle Fleischsorten, vor allem Geflügel, aber auch Wild- und Schweinefleisch, solche Sachen haben das. Es sind auch in Haferflocken drin, es ist natürlich auch zum Teil in Hülsenfrüchten drin. In Wahrheit hat jedes Eiweiß, das ein vollständiges Eiweiß ist, auch Tryptophan, aber gerade die tierischen Eiweißsorten haben besonders viel davon. Bewegung. Ich weiß, ein leidiges Thema, wenn es draußen kalt ist, aber vielleicht machst du wirklich deinen kurzen Mittagsspaziergang und gehst 20 Minuten flott. Es geht um ein bisschen Bewegung, es geht um regelmäßige Bewegung, aber schau, dass du das auch in den Tagesablauf einbaust. Uns geht es überhaupt nicht darum, Kalorien zu verbrennen. Hier geht es um deine Stimmung, um deinen Biorhythmus und auf deine Lust auf Süßigkeiten. Und dann ist es so, wir essen ja Süßigkeiten, um mehr Wärme im Körper zu produzieren. Und das ist ganz lustig, Zucker ist oder Kohlenhydrate sind dafür gar nicht ideal. Viel idealer wäre es nämlich, dass wir dann schauen, dass wir mehr Eiweiß und mehr Fett in der Nahrung haben. Die Faustformel, die sorgt dafür, dass das im richtigen ausgewogenen Verhältnis ist, dass immer auch ausreichend Eiweiß dabei ist und genug Kohlenhydrate, aber nicht zu viel. Unter diesem Video habe ich dir das Faustformel-Poster verlinkt, das du dir kostenlos runterladen kannst. Dann siehst du den Überblick über die Regeln. Das ist ganz einfach. Das andere ist das, wenn wir Rohkost essen im Winter, gerade wenn sie kühlschrankkalt ist, ist ein Salat, dann müssen wir die erst aufwärmen. Und wenn wir was aufwärmen müssen, wir müssen sie ja quasi auf Betriebstemperatur bringen im Körper, von 6 Grad im Kühlschrank auf 37 Grad in meinem Bauch, dann verlieren wir Wärme. Und das lässt uns weiter ein bisschen kalt werden und frösteln. Von dem her wäre es viel besser, wenn wir zum Beispiel zu Suppen und Eintöpfen greifen würden. Also das gleiche Gemüse, das du verwenden kannst, okay, kein Salat, aber dass du kannst jetzt Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis, alle diese Dinge, Brokkoli, Lauch, was immer du machen möchtest, eher im Ofen rösten, eher als Suppe, eher als Eintopf. Du hast die gleichen tollen Nährstoffe, aber es kühlt deinen Körper nicht so ab. Und in der chinesischen Medizin sagt man, man kann Dinge yangisieren, also erwärmen, wärmender machen, indem man sie röstet, indem man sie kocht. Und ganz wichtige Rolle haben hier auch die Gewürze. Du kennst es selber vielleicht, wenn du mal was ein scharfes, irgendwas mit Chili gegessen hast und plötzlich hast du einen Schweißausbruch gekriegt, weil es einfach Hitze im Körper produziert. Ja? Also es gibt Gewürze, die sind innerlich wärmend. Dazu gehört Ingwer, Zimt, Nelken, Chili, Pfeffer. Also solche Gewürze vermehrt zu verwenden, kann dir helfen, auch Wärme im Körper zu halten und deine Lust auf Süßigkeiten, zum Beispiel mit einer Kürbissuppe, mit einem Hauch Chili und Zimt zu befriedigen. Und dann dadurch greifst du automatisch weniger zu den echten Süßigkeiten. Also hier sind ein paar Tipps, was du machen kannst, ein paar Schritte. Ganz wichtig ist auch, dass du lernst, das richtige Verhältnis von Eiweiß und Kohlenhydraten und auch ein bisschen Fett bei der Ernährung dabei hast, damit du deine Energie stabilisierst, damit dein Körper ausreichend Wärme produzieren kann, damit der Heißhunger auf Süßes vorgebeugt ist. Das Poster zum Download, das kostenlose, habe ich dir unter dem Video verlinkt. Lade dir gleich herunter, damit du nichts verpasst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, uns zu abonnieren. Wir posten regelmäßig Videos mit solchen Tipps und Tricks, saisonal oder praktische Tipps für die Küche und wie du dein Essen einfacher und besser gestalten kannst. Und was mich noch interessieren würde, was machst du, wenn du Bedürfnis nach Süßen hast, aber eigentlich gesünder leben willst und weniger Süßes essen willst? Post uns deine Antwort in den Kommentaren. Ich bin schon sehr neugierig.